Sony Interactive Entertainment presents ein Spiel der PlayStation Studios von Team Asobi, Astros Playroom. Gestern erst die PlayStation 5 geunboxed. Heute startet schon das erste Let's Play-Projekt. Und ihr hattet es sogar sehr, sehr häufig in die Kommentare geschrieben. Spiel doch bitte Astros Playroom. Leute, hatte ich doch sowieso vor. Zum einen ist es kostenlos vorinstalliert auf jeder PlayStation 5, egal ob die digitale oder die normale Edition. Zweitens ist das ein Spiel, um den neuen DualSense-Controller bestens kennenzulernen, weil der hat ja einiges an neuer Technik drin, teilweise auch abgeguckten Dingen von den Joy-Cons von Nintendo, aber das kennen wir ja und ist ja auch okay so. Und drittens ist Astros Playroom ein wunderbares Jump'n'Run. Was man auch davon gesehen hat, es sah wirklich mega nice und mega spaßig aus. Toller Grafikstil, schöne Musik. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Bin gespannt, wie sehr die Innovationen und der Spielspaß so an die gängigen Mario-Titel heranreichen wird. Und da bin ich ja ein Veteran und da werden wir auch schon beim nächsten Punkt. Weil die Ähnlichkeit mit Super Mario so gegeben ist, spielen wir natürlich Astros Playroom. Und ich würde sagen, mit diesen Worten und bevor der Controller noch weiter so heftig vibriert, Alter, ist hier ein Motorrad oder ist das wirklich der Controller? Das ist ja abnormal. Starten wir unser erstes PS5 Let's Play. Let's go! Willkommen in Astros Playroom, was übrigens eine Fortsetzung von Astrobot Rescue Mission ist. Ein PSVR-Titel, der vor 2 Jahren schon sehr, sehr gut ankam. Wollten damals schon viel auf dem Kanal sehen, aber ich habe keine PSVR gehabt und es lässt sich auch eher schwer aufnehmen, dass es gut aussieht, deswegen habe ich es gelassen. Aber jetzt habe ich richtig Bock mit Astros Playroom. Hier lernst du einige der coolen Tricks kennen, die mit dem DualSense Wireless Controller möglich sind. Bist du bereit für ein Abenteuer mit Astro auf deiner PS5? Dann lass uns loslegen! Das machen wir! Wie bereits erwähnt, das geht über eine Tech-Demo des Controllers hinaus. Astros Playroom ist ein vollwertiges Spiel, aber das werdet ihr in den nächsten Minuten auch sehen. Und Alter, der Controller vibriert. Aber nicht auf so eine Rumble-Art und Weise, sondern so ein bisschen weiterentwickelt. Ja, du merkst richtig, das ist so voluminöser irgendwie. Oh. Ui. Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen angehört wie das HD-Rumbling aus den Joy-Cons. Das meinte ich auch vorhin. Einiges an Technik ist ein bisschen abgeguckt, aber man kennt's. Adaptive Trigger. Da bin ich sehr gespannt, wie das so... Was? Okay, das ist ja mal mega geil. Wenn ich diese Trigger jetzt hier reindrücke, das fühlt sich so an, als wenn ich so Pedalen treten würde, die leicht nur nachgeben. Also du merkst richtig, vielleicht sieht man das auch so, merkst richtig, da hält was dagegen. Du musst so ein bisschen Kraft aufwenden, um das reinzudrücken. Das ist cool. Noch nie sowas gesehen. Oder gefühlt vielmehr. Touchpad. Okay. So wie auf der PS4, nur dass es jetzt ebenfalls leicht vibriert und du es auch spürst, links und rechts. Mhm. Bewegungssensor. Jetzt fühlt es sich richtig so an wie dieses HD-Rumbling der Joy-Cons. Du wirst schon so, wenn man die so hält und schüttelt, dann spürst du richtig, dass da mehrere Eiswürfel drin sind und so. Also das fühlt sich jetzt genauso an. Als würden da mehrere so kleine Dinger in dem Controller umherwirbeln. Okay, krass. Mikrofon haben wir auch. Oh, ich bekomme Wii-Vibes. Tatsächlich. Okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Die guten alten Zeiten mit der Wii. Und jetzt eben auf der PS5. Wie fehlt dir das Design? Ich muss sagen, sehr, sehr cooles, futuristisches Design. Die Konsole ist mir ein bisschen zu groß, aber ist die Xbox ja auch. Allerdings ist die PlayStation wirklich noch größer. Kannst du ja auch hinlegen, aber in meinem Haushalt eher schwierig. Ich habe sie hingestellt. Sieht auch ganz nice aus, aber trotzdem... Alter, ist das Teil riesig!
Wir starten! Mit Astro! Erstmal durchs Tutorial und dann sollten wir viele verschiedene Welten bereisen können. Also das wird richtig cool. Oh, nice. Man spürt so eine kleine Vibration. Alleine schon, wenn er sich bewegt in dem Controller. Ich weiß aber nicht, ob das auf Dauer nicht vielleicht sogar nervt. Also jetzt gerade ist es noch Hype, weil es halt neu ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann auch ein bisschen auf den Sack geht. Oh, hast du einen Dreck weg dabei, ja? Wie Mario aus Super Mario Sunshine. Okay, geil. Ulala. Das sind richtig coole Mechaniken. Und immer wenn du irgendwas berührst, gibt der Controller dir richtig geiles Feedback einfach. Ich denke, die meisten von euch werden ebenfalls sehr begeistert sein, wenn ihr plant, euch eine PS5 zu holen. Der Controller überzeugt mich bislang sehr stark. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist mir auch schon beim Unboxing aufgefallen, die Knöpfe, die liegen ein bisschen zu flach an dem Gehäuse an. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wahrscheinlich nicht. Guckt einfach nochmal bei dem Unboxing. Die geben nicht so stark nach. Da drückst du drauf und dann... Da ist nicht so viel Raum, um die reinzudrücken. Das mag ich nicht so. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Hey, Easter Egg! Eine Retro-PlayStation Prozessor-Plaza. Okay, also das ist dann wohl die Weltenkarte? Oder der Hub? Und das ist die Weltenkarte? Okay, das hier scheinen die einzelnen Level der Welten zu sein. Alright. Womit beginnen wir? Mit der PlayStation? Ah, wobei, nee, die spare ich mir vielleicht für einen weiteren Part auf. Passt dann gut aufs Thumbnail. Ist das auch eine Welt hier? Speicherspielplatz. Naja, nehmen wir doch das. Das grüne Gras, das spricht mich an. Das kenne ich auch schon aus einigen Gameplay-Trailern. Da habe ich Bock drauf. Speicherplatz. Zugiger Zugriff. Los geht's, Freunde. Rein ins Abenteuer. Erstmal meine Freunde verprügeln. Man kennt ihn. Oh, ein Robo-Eichhörnchen. Ah, und diese Dinger, die kann ich ziehen, ne? So wie vorhin. Oh yeah. Ich weiß nicht wirklich, was es für Aufgaben gibt, aber Münzen sammeln scheint schon mal sehr wichtig zu sein. Oh, die Musik ist cool. Und guckt mal hier in den Gräsern. Die Blumen mit den ikonischen PlayStation-Zeichen. Ne, Kreis, Viereck, Dreieck, Kreuz. Sehr geil. Ja, ich glaube, die haben hier auch noch weitere Easter Eggs eingebaut. Also nicht nur die PlayStation, die wir am Anfang gesehen haben, diese Retro-PlayStation. Oder hier die Icons. Es gibt auch noch, ich habe auf Twitter was gesehen. Oh, was ist das? Aha. Lol. Riep! Ich habe auf Twitter gesehen, es gibt einige Skins zu vergangenen PlayStation-Abenteuern. Also zum Beispiel Aloy aus Horizon Zero Dawn oder Crash aus Crash Bandicoot. Ui, ich dachte, ich sterbe gerade. Okay, schon mal ziemlich geil. Es gibt einige Secrets und so Mini-Aufgaben, um halt an ein paar Münzen ranzukommen. Gefällt mir. Ich glaube, hier diesen Schmetterling können wir auch noch irgendwie sammeln. Kann das sein? Hallo? Oh, was? Ich habe eine Wirbelattacke. Okay, aber ich krieg dieses Ding nicht zu fassen. Keine Ahnung, was man da machen muss. Ja, wir spielen das Spiel genüsslich. Ob wir da jetzt noch 100% machen, das weiß ich nicht. Auf Anhieb mit Sicherheit nicht, weil für mich ist ja alles neu. Selbst die Konsole. Oha. Oha. Jetzt wird's windig. Aber vielleicht komplettiere ich die Level dann im Nachgang zu 100%. Wir werden mal schauen. Oh, wie schön. Wie schön! Aber es ist doch sehr windig hier. Hä, was? Hä? Was ist passiert? Ich wurde von irgendwas getroffen und krieg eine Trophäe dafür? Okay. Ich weiß nicht mal, was das war. Hier. Nochmal so eine komische Platte. Lol. Ja, macht Spaß bisher. Ich bin noch nicht weit, aber das sieht sehr, sehr funny aus. Genau, also ja, doch auch. Genauso wie die Trailer versprachen. Kann ja noch mal ein bisschen drüber sprechen, was wir so alles spielen werden. Also, Astros Playroom spielen wir ganz durch, auf jeden Fall. Alter. Help! Natürlich spielen wir auch Sackboy's Big Adventure. Auch ein Jump'n'Run.
mit Sackboy aus Little Big Planet. Ich habe damals sogar schon Little Big Planet 3 auf der PS4 Let's Played. Hat vielen gefallen. Und Sackboys Adventure wird dann eher so ein neues Mario 3D-Land, sage ich jetzt mal. Also noch mehr in dem Stile wie das hier. Astro macht schon auch noch ein bisschen was Neues. Also das soll nicht heißen, dass das bei Sackboy nicht der Fall ist, aber ich finde, da siehst du die Grundzüge halt noch ein bisschen mehr. Oh, warte, wir haben einen Secret verpasst. Ach, ja, na klar, man sieht's doch. Bin ich doof? Hier rüber. Okay, ist mir jetzt nur wegen dieser Nudel da aufgefallen, die du da immer ziehen kannst. Ja, für mich ist es eine Nudel. Neues Artefakt. Ein alter PlayStation-Controller von der, ja, PS1. So gut wie neu. Ey, ich feier das, dass sie da so viele Easter Eggs eingebaut haben. Jetzt schon im ersten Part haben wir einfach mindestens 3 schon gesehen. Geil! Ich hatte zwar nur eine PS3, 4 und jetzt eben die 5. Trotzdem fühle ich den Retro-Hype. Einfach grundsätzlich halt von damals. Retro-Gaming for the win. SNES, N64, beste Leben. Hallo? Ah ja. PS2 war auch geil, aber als Kind war ich halt wirklich reines Nintendo-Fanboy, Kiddy. Heute will ich einfach spielen. Nintendo ist zwar immer noch beste, aber Leute, enjoy gaming. Not Console Wars. Eine PlayStation-Wolke. Also davor war es ein Controller, jetzt ist die Konsole tatsächlich. Da kommt man mit Sicherheit auch noch irgendwie hoch. Machen wir. Das checken wir ab. Mhm. Oder komme ich von da? Nee. Ich habe einfach Bock auf geile Spiele, gerade auf diesem Kanal. Wir wollen immer vielseitiger werden. Und gerade auch eben die Phasen, wo Nintendo jetzt nichts Neues rausbringt, einfach mit anderem geilen Stuff überbrücken. So eine Sony-Maus. Stimmt, gab es glaube ich auch bei der PS1. Bin ich jetzt aber nicht so informiert. Schaut aber so aus. Cool. Was man hier nicht alles finden kann, und das ist gerade mal das erste Level von dieser Welt. Man hatte ja eigentlich die Wahl, wenn man hingeht, oder? Also es wirkte zumindest so, als könnte man sich aussuchen, wo man hingeht. Ich bereue meine Wahl aber nicht. Ich finde, so diese Grasland... Oh, was ist das denn für ein Freak? Holy shit. Woo! So eine Graslandschaft passt halt super gut zum Beginn, finde ich mal, immer. Deswegen kann man das gut und gerne als Welt 1 ansehen. Es ist windig. Hä, wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, da runterspringen ist keine gute Idee. Hör mal auf zu blasen! Dinge, die er nie sagen würde. Oh, was ist denn das da für ein Vogel? Ich habe einen Regenschirm? Wie genial ist das denn? Jetzt fängt es auch an zu regnen. Also anscheinend ist ein Regensensor in mir eingebaut. Das wünsche ich mir auch fürs Real Life. Wie cool ist das denn? Ey, das Spiel ist so cute. Bisher? Noch geiler, als ich gedacht hätte. No joke. What? Okay, die nutzen den Regen aus, um ihre Elektroattacken auf mich abzufeuern. Und man hat nur ein Leben, echt? Oha! Dann ist das Spiel ja gar nicht so einfach. Mit einem Gegentreffer ist man schon down. Riecht ihr da etwa Fails? Ja, ich auch. Mit Ansage, oder?
Scheint so, als hätte ich bis hierhin nur Glück gehabt. Jetzt geht's rund. Ja gut, ich muss natürlich auch nicht jeden Gegner besiegen. Klar, ich krieg Münzen dafür, aber die werden jetzt nicht so überlebensnotwendig sein. Boah, der Gegner ist echt heftig. By the way, der Controller vibriert übrigens die ganze Zeit. Natürlich nur leicht. Also ich gebe dir einfach für alles, was du machst, Feedback. Wie ich vorhin schon sagte, jetzt finde ich das noch geil. Aber die Frage ist halt, wie finde ich das nach einer Woche? Wie finde ich das nach 2 Wochen? Nach einem Monat? Und so weiter und so fort. Kann man bestimmt auch irgendwo ausstellen. Ich lasse es jetzt erstmal drin, weil Innovation ist immer gut. Und es ist ja auch nice. Aber gibt halt auch einige Spiele oder Situationen, gerade Horror-Games beispielsweise. Oh nein. Wo du so ein Feedback vielleicht nicht unbedingt haben möchtest. Eventuell. Weil ich das dann sowas aus der Konzentration rausbringt. Naja, wir schauen mal. Ist ja jetzt erst Release. Wird noch viele Jahre mit der PS5 geben. Und hagelt es jetzt mittlerweile? Ja, oder? Weil der Controller vibriert jetzt auch gerade noch ein bisschen heftiger. Und man sieht es ja auch hier am Boden. Es hagelt, Leute! Und die Gegner werden immer wilder. Immer wilder. Okay, einer nach dem anderen. Erst du. Dann du. Oh yeah, baby. Das haben wir doch ganz gut gemacht. Und das sieht mir nach dem Ende des ersten Levels aus. Nice. Wie der schreit. Also macht echt Fun. Speicherspielplatz, flotte Felder. Hä, was? Ach, es geht noch weiter. Oh, und wir haben hier sogar alles anscheinend. Neuer Bereich freigeschaltet. 4 von 4 Puzzleteile, Controller und Maus gefunden. Okay, kriege ich hier auch Infos? Achso, gibt's immer... Also zumindest bis jetzt. 4 Puzzleteile und 2 Retro-Items, schätze ich mal? Okay, geil. Die PS5 hat auch irgendeine neue Funktion, dass man von den Entwicklern Hilfe bekommen kann, wenn man nicht weiter weiß. Also es gibt da, ich weiß es nicht genau, es gibt da irgendeine Funktion, die erkennt, okay, man struggelt gerade und dann kann man, wenn man möchte, wie gesagt, Hilfe von den Entwicklern bekommen. Da müsste dann so ein Fenster aufploppen, wo das Spiel erkennt, woran es hapert und dir dann beispielsweise per Videosequenz, so in einem Pop-In, zeigt, was du machen musst oder zumindest einen Tipp gibt. Ich schau mal, dass ich das irgendwie zeigen kann, aber ich weiß nicht wie. Okay, bis jetzt habe ich halt auch alles gefunden. Oh, was ist jetzt los? Oh, 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 oh. Jetzt kommen Touchscreen-Spiele. Oh, was ist das denn da vorne? Ist das ein Kirschblütenwald? Oh mein Gott! Was? Wie geil ist das denn? Warte, zurück. Zurück, 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 zurück. Hier gibt es bestimmt Secrets. Aber ich kann die Kamera nicht drehen. Oh nein! Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich kann nur so rollen. Und das wirklich rein per Touch. Geht auch normal? Nein. Also wirklich nur per Touch. Okay, krass. Zeig's euch ein bisschen, aber dann... Komm, alle 8! Ja, gibt's sogar eine Trophäe. Fühl ich. Bei 8? Sind's nicht 10? Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, wie cringy. Nee, es sind... Wie viel sind's? Egal. Blamiert. Aber ich glaube, es sind 10, ja. Hier ist noch eine Rutsche. Ey, das Game macht so viel Fun. Das erinnert mich auch gerade total an Super Mario Galaxy. Wo du die Wii-Verbindung so gerade halten musstest und so, wisst ihr noch? Wo Mario auch auf so einer Kugel balanciert ist. Ah, das ist das erste Puzzleteil. Und wie einfach alles Feedback von dem Controller abgibt. Diese kleinen Huckel, die ich gerade überfahren habe, haben sich auch wieder anders angefühlt als jetzt der Sand oder das Gras. Das ist schon nice. Aber das zieht wahrscheinlich auch enorm Akku. Der Controller hält, soweit ich weiß, länger als der DualShock 4.
Der hielt ja, soweit ich richtig informiert bin, so 8 Stunden, oder? Und... Oh nein, nicht versinken! Und der Controller hier wird angegeben mit 8 bis 15 Stunden. Hängt davon ab, was für ein Spiel ihr spielt. Und wie intensiv die Funktionen genutzt werden. Holy shit. Okay, was ist das? Das ist das Artefakt, eine Memory Card. Kenne ich nur vom GameCube. Good old times. Alter, ich feiere das so hart, dass sie da so viele Sequels einbauen. Ist mega. Wollen wir uns die Coins noch holen? Ich weiß halt nicht, was die bringen, ne? Vielleicht geben die am Ende auch nochmal ein Item, wenn du eine bestimmte Münzanzahl hast. Don't know. Wow. Okay, wo lang? Rechts sieht mir eher nach Secret aus, weil es ein bisschen schwieriger ist als links. Schauen wir mal. Oh, wie cool sich diese Riffel einfach anfühlen. Oh mein Gott. Was? Was? Also... Es kommt wahrscheinlich nicht so rüber. Ich bin eigentlich kein so ein Gimmick-Fan. Bisher überzeugt mich das aber schon sehr. Retro-Disc. Okay. Also die beiden Items haben wir. Aber ich glaube, wir haben erst ein Puzzleteil. Kann ich hier drüber? Ja. Wie lang die Level sind. Okay. Weiter geht's. Mit Hyperspeed. Oh, da rechts ist ein Secret. Mit einem Puzzleteil. Oh yeah, baby. Läuft bei uns. Tue ich euch mal den Gefallen mit den Blasen. Oh, das müsste eine neue Zone jetzt sein. Ist so. Die Wattwolke. Wir haben jetzt also die Hälfte dieses Levels oder dieser Welt, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, gesehen. Ich würde aber sagen, wir machen weiter, oder? Machen wir pro Part ein ganzes Level? Bietet sich halt an. Wenn es passt. Dann muss ich jetzt aber einen Zahn zulegen, weil wir haben ja Zeit wegen dem Tutorial verloren. Okay, jetzt wird es aber, denke ich, etwas ungemütlicher. Weil man sieht schon, es wird dunkler, es kommen mehr Wolken. Würde mich nicht wundern, wenn hier gleich ein Gewitter aufzieht. Ja, man sieht es ja auch schon, die Blitze. Ich bin Hellseher. Jetzt passt die Musik aber nicht mehr so gut. Weil die ist immer noch ein bisschen zu fröhlich. Hau ab. Boing. Oh. Puzzleteil? Ah ja. Ey, cool, Mann. Ich liebe so Secrets. By the way, ich glaube, man darf nicht zu lange auf den Wolken stehen bleiben, oder? Kann das sein? Ich will es mal lieber nicht ausprobieren. Es macht Sinn. Oh, da ist jemand in den Tod gesprungen. Ja, man sieht's, man sieht's, man sieht's. Die Wolken stürzen auch ab. Okay. Weiß ich Bescheid? Oh nein! Oh, war das knapp. Dang. Schön mit dem Licht hier. Was ist das? Noch ein Artefakt? Ach so, Quatsch. Nee, wir sind ja jetzt wieder in einem neuen Bereich. PS1 LCD-Bildschirm. Oh, das sagt mir gar nichts. Was konnte man denn damit machen? Also, konntest du das an die Konsole drankleben und hattest du so ein Miniscreen? Also quasi, konnte man die dann portabel nutzen? Hä? Was? Bist du ein Gameboy? Hallo? Gab's das überall? Das habe ich jetzt wirklich zum allerersten Mal gesehen. Oder war das Japan-exklusiv? Ey, das ist ja krass. What's going on? Oh, jetzt ändert sich wirklich die Musik. Ja gut, ich brauche nicht jede Münze, denke ich.
Aber die Puzzleteile. Dang. Guck mal ganz geschwind. Sind das hier auch wieder... Ja, es sind auch wieder 4 und 2 Items. Ich denke, das wird sich auch so durchziehen. Ich finde es auch ehrlich gesagt besser, wenn sich sowas nicht innerhalb eines Spiels ändert, weil dann weißt du immer, worauf du dich einstellen kannst. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn Spiele variabel Sequels einsetzen. Ja, eine meiner liebsten Reihen, Donkey Kong Country, macht das ja auch. Ah, shit! Diese Drecksäcke mit ihren Stacheln. Ja, ich glaube, es wird schon noch den einen oder anderen Rage geben. Und Alter, wie es hier schüttet. Das ist ja schlimmer als in London, du. My goodness. Hä, wo lang? Ich glaube, rechts geht's weiter. Links ist Secret. Beeil dich. Woo. Damn. Lasst mich in Ruhe. Nein! Oh. Als ob der mich killt. Laber nicht. Was ist das denn? Ist das ein Steinblock? So ein richtiger, also so ein Twomp? Moment, bin ich hier nicht falsch? Ach, das ist ein Röhrenfernseher. Als ob. Werden die meisten Zuschauer nicht kennen. Seid froh. Genießt ihr euren 4K-TV! Wir waren froh über 144p. Ist das ein Boomerang? PlayStation Multitap. Recht viel Spaß im rechten Winkel. Was ist das? Irgendwas für Multiplayer, schätze ich. Ah, das sah so aus, als hätte man, als könnte man damit zwei Konsolen miteinander verbinden und so dann zusammenspielen. Cool. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ihr könnt mich in den Kommentaren immer gerne berichtigen, wenn ich falsch liege. Ach, da ist was auf dem Steinblock. So ein Dude. Vielleicht gibt er einem was. Ah, nein, hier ist ein Puzzleteil. Ja, sehr schön. Okay, was kommt da noch? Soll ich hier auch oben drauf? Ah, ich weiß es nicht, ey. Ich glaube, der Bereich ist hier zu Ende. Dann fehlt mir aber ein Puzzle. Ah, nee, ich hab alle. Bin dann lost. Ich hab doch alles. Was willst du denn, Domtendo? Okay. Der flinke Flipper. Das Finale des ersten Bereichs. Des ersten Levels. Der ersten Welt. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Allzu lang wird das Spiel wahrscheinlich nicht sein. Weil wie gesagt, es dient an und für sich halt immer noch... Oh Gott, Pinball. Ja gut, sagt der Name ja auch irgendwie. Es dient natürlich im Großen und Ganzen darum... die Features des Controllers zu zeigen. Hier ist ein Puzzleteil. Ich will das haben. Muss ich da dafür rein? Ja. Okay. Sehr schön. Oh, es ist jetzt alles so ein Pinball. Hier ist ein Eisgebiet und da war noch ein Puzzleteil. Ich wollte abbremsen. Wie mache ich das denn? Stopp. Ach, draufdrücken! Ja, macht Sinn. Wie eine Bremse. Ah, geil. Vorne haben wir direkt noch eins. Ich weiß nicht, soll ich da lang? Ist das richtig? Komme ich da rüber? Ja. Ey, ich habe gar keinen Plan mehr. Gefühlt habe ich jetzt aber was verpasst. Und zwar bei dem anderen Weg. Ja, ist so, ne? Da gab's auf beiden Seiten ein Puzzleteil. Oh, damn.
Kann man sich vielleicht immer zu den einzelnen Bereichen porten? Weil dann würde ich das jetzt schon noch gerne schnell nachholen wollen. Ui, guck mal hier. Das uralte PlayStation-Intro-Logo. Ah, das ist schon... Also für Fans der ersten Tage ist sowas grandios. Aber da muss ich sagen, werde ich auch ein bisschen neidisch. Sowas hätte ich mir von Nintendo auch gewünscht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Mit der Switch Pro oder der Switch 2, wer weiß. Bisher ist das einfach das perfekte erste Spiel für die Konsole, also no joke. Da haben wir sie. Die PS1. Der 3D-Urknall. Wow, Hype! Sehr schön. Der vierte Bereich war jetzt ein bisschen kürzer, aber das passt mir ganz gut, weil dann habe ich ungefähr einen 30-Minuten-Part. Dachte schon, ich müsste hier brutal überziehen. Aber was ist mit dem Puzzleteil? Komme ich dann nochmal ran? Kann mir ja denken, wo es ist. So, wir haben diesen Bereich gecleared. Die Frage ist halt, gibt es 4 Level? Dann wären wir theoretisch nach 4 Parts schon durch. Was? PlayStation Labo? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich ver... Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was das zu bedeuten hat. Moment, hier fehlt mir ja auch ein Puzzleteil. Was? Okay, dann suche ich zuerst mal das. Man kann sich porten. Nee. Hier unten. So, jetzt einmal hier zur linken. Da müsste das letzte Puzzleteil sein, aber das ist eine extrem heftige Passage. Der Controller will, dass ich abbremse, aber ich mache es einfach ganz langsam. Dann geht das schon. Ach nee, hier ist ein Art... Mir hat auch noch ein Artefakt gefehlt. Bin ich lost? Okay, aber da drüben ist noch so eine Box. Ich glaube, wenn wir hier lang gehen... Oh, das sind Bumper, ne? Das sind Bumper. Vorsicht. Ja, wenn wir hier lang gehen, müssten wir die Box erreichen können. Ah, nice. Geschafft. Ist das ein kleiner Gameboy? Schon echt unglaublich, wie viel ich hier nicht eingesammelt habe und trotzdem der Meinung war, ich habe alles. Selbst jetzt... Noch nicht vollständig. Wir bekommen tatsächlich noch etwas, wenn man hier beim Bowling aufräumt. Dachte ich mir doch. So, jetzt aber. Mensch. Und damit wäre das erste Level zu 100% abgeschlossen. Oh, sieht das da unten schön aus. Mit all den Gegenständen, die wir gefunden haben. Ah, das ist so cute gemacht. Ich freue mich auf mehr. Wenn ihr das auch tut, dann abonniert gerne den Kanal. Bald gibt's mehr Astro Bot und natürlich noch weitere Spiele von der PlayStation 5. Ich habe es vorhin nicht ganz ausgeführt, aber neben Sackboy spielen wir auch noch Bugsnacks. Wir gucken rein in Demon's Souls, in Spider-Man. Hier geht die Party ab. Bis demnächst. Ciao.